Der Spiritus läuft vom Vogeltränkentank in den Brenner. Die Dochte müssen etwas durchziehen. Alle vier Dochte brennen mit annähernd gleicher Flammengröße. Das kann durch Herausziehen oder Hineinstecken der Dochte in die Brennergröße selber nochmal etwas nachgeregelt werden. Die Leistung des Spiritus-Dochtbrenners ist in diesem Fall nicht regelbar, da der Kraftstoffzulauf aus dem Tank lediglich durch das Vogeltränkenprinzip geregelt wird. Das heißt, im Vogeltränkentank unterhalb des Tanks selber ist ein konstantes Spiritusniveau, das dann auch in den einzelnen Dochtgehäusen vorliegt. Mit einem in der Höhe regelbaren